Herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play Reihe Haus Flipper mit dem Garten DLC, was ja, sag ich mal, ziemlich viele Leute schon sich gewünscht haben, aber leider ja enttäuscht worden sind eine ganze Weile. Aber jetzt ist es ja endlich soweit, jetzt ist es endlich draußen. Ich habe auch einen Livestream dazu gemacht. Man muss einfach nur mal unten in der Beschreibung, Videobeschreibung reingucken. Da findet man alle Videos von Haus Flipper und Garten DLC. Das hier ist mein neues Büro, Haus, sage ich mal. Man kann ja noch mal ganz kurz reingucken. Man sieht, ist noch nichts eingerichtet. Ich bin mehr oder weniger gerade dabei zu tapezieren. Also zum größten Teil bin ich eigentlich schon fertig. Ich habe, glaube ich, hier nur so ein paar Kleinigkeiten gemacht und auch hier nochmal. So, aber wir wollen ja mal reinschauen. Wie sieht denn das Garten-DLC aus? Was kann man machen? Was kann man gestalten? Ups, das wollte ich nicht. So. Da gibt es halt nochmal ein extra, eine extra Leiste, also eine extra Seite. Nur für den Garten. Und ja, wir oder ich wollte halt gerne paar Änderungen in meinen Garten machen. Oder Vorgarten ist das hier, ja. Weil so sieht es ja schon ein bisschen, sag ich mal, nackt aus. Daher will ich das mal ein bisschen anders gestalten. Ich habe schon ein paar Ideen. Muss ich mal selbst erstmal gucken, wie ich das am besten mache. Wie geht das? Wenn das überhaupt so klappen sollte. Weil ich habe schon ein paar Sachen gemerkt. Es sieht natürlich schon in manchen Sachen gut aus. Wenn man aber schon genauer hinguckt, wie zum Beispiel hier, merkt man schon ein paar Fehler, die hätte man besser machen können, in meinen Augen. Ich verstehe nicht, warum man die Begrenzung so extrem abschneidet, weil ja, es sieht ja schon ein bisschen komisch aus, wenn da nur Luft dazwischen ist, sage ich mal, ne? Aber gut, das ist halt leider so. Bin ich gerade an überlegen, wie könnte man es dann noch machen, weil ich wollte eigentlich gerne diese Pflanzen hier dahin machen. Das hier. Mehr die oder die hier. Wo die ja mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Das Gute ist, man kann hier nochmal, wie sollte man sagen, die Tannen nochmal verändern. Aussehen her. Da gibt es so einen Stil, so, ich finde, so ein bisschen japanischer Stil. Der gefällt mir irgendwie am besten bisher. So, der war das, der hier. Ich glaube, das war der hier gewesen. Ja. Der hat mir so am meisten gefallen. Und ja, da wollte ich halt ein paar an. Oh. Okay, das war der doch nicht gewesen. Das war er doch nicht. Der war wesentlich kleiner gewesen. War es wahrscheinlich der hier gewesen. Ja, ich glaube, der hier war's. Nee, der war's aber auch nicht. Die sehen alle, haben schon eine gewisse Ähnlichkeit.
Oder war es der hier? Ich glaube, der war es gewesen. Ist auch vom Preis her wesentlich billiger. Ja, genau, der hier war es doch gewesen. Mit den Tannen. Ja, das ist er. Da wollte ich halt so eine Reihe hier hin machen. Ja, mal sehen, wie das aussieht. Man kann es dann nochmal jede Zeit verändern, wenn es einem nicht gefällt. Man braucht auch nicht sofort die hinbauen. Man kann auch erstmal welche hinstellen. Ich dachte mir, mache ich so ungefähr so in den Abständen wie die Pfosten hier von den Zaun. Ist das gerade? Ja, ne? Ja, das müsste so ungefähr gehen. Nehmen wir mal gleich das hier. Kann man gleich mehrere auswählen. Und ich wollte hier vorne einen kleinen Teich bauen. So irgendwie was Natürliches, das ein bisschen irgendwie etwas aussieht. Hier, das hier kann man sehr gut verdecken. Ah, oder auch nicht. Jetzt steht das natürlich ein Ticken draußen, ne? Ja. Oder wir können auch nochmal. Ist das Gute halt. Man kann es mal verschieben, bevor man es pflanzt. Nee, das ist so, das ist so. Ja, das könnte hinkommen. Oder auch nicht. Noch ein Stückchen. So, genau. Jetzt machen wir die anderen auch alles so. Muss ich mal gucken, ist der Abstand richtig. Naja, ich bin da ein bisschen penibel in so Kleinigkeiten manchmal. Ich weiß nicht, dass das eine Krankheit ist. Man könnte das meinen, es wäre eine Krankheit. Aber irgendwie brauche ich das halt, dass es ein bisschen ordentlich aussieht. Ja, das sieht schon gut aus. So, noch den hier. Na, ich glaube, das müsste so weit gehen. So, dann tun wir die erstmal einpflanzen. So, den ersten. Kann noch mal gießen. So. So. Muss mich mal ein bisschen beeilen, weil ich wollte nur so Pi mal Daumen 20 bis 25 Minuten die Folge machen. Und nicht länger. So, noch den hier. So, ja, das sieht schon mal gar nicht mal so übel aus. Am Anfang war ich halt an Überlegen gewesen, hier einen Rasen hinzumachen, ein Stück. Das eigentlich auch nicht so schlecht aussieht. Habe ich schon gesagt, man kann es dann noch mal ändern. Was ich bisher noch nicht rausgefunden hat, wie kann man einen Baum entfernen oder fällen. Das habe ich wirklich bisher noch gar nicht rausgefunden. Es gibt, zumindest habe ich keine Möglichkeit gesehen, dass man den Baum entfernen kann.
Wenn das einer weiß, wäre es nett, wenn er mal in den Kommentar unten reinschreiben könnte, wie das funktioniert. Weil ich habe es einfach nicht gefunden. Ich finde nichts. Keine Möglichkeit, wie man den Baum entfernt. Und ich habe auch bisher nichts gelesen, wie das geht. Das müsste ja eigentlich normalerweise ja gehen. Also, würde ich jetzt mal vermuten, ne? Wenn ich jetzt sage, ich würde gerne hier den Bereich komplett anders gestalten, der Baum ist im Weg, dann muss das ja eigentlich machbar sein. Wäre ja schade, wenn es nicht gehen würde. Aber gut. Jetzt habe ich mal gedacht, man kann jetzt auch endlich mal die Fliesen hier verändern. Da wollte ich jetzt eigentlich gern andere Fliesen hier reinbauen. Dass das eine etwas anders, also nochmal ein bisschen besser aussieht. Und hier hat man es auch nicht gerade, sage ich mal, schöne Lösungen gefunden. Sieht schon ein bisschen komisch aus hier. Sieht aus wie, naja, hätte man besser machen können, die Ecke. Aber wahrscheinlich haben sie es selbst nicht irgendwie geschafft. Man kann natürlich auch die Steine noch ändern. Nur weiße Steine. Sieht natürlich nicht schlecht aus, aber was haben wir denn noch für welche? Man muss ja nicht unbedingt nur die Steine nehmen, ne? Wie es aussieht. Man kann auch Borke. Sieht das aus? Wahrscheinlich so holzmäßig. Na gut, das ist jetzt ein bisschen übertrieben rot. Das nicht schlecht aussieht, oder das hier. Was war denn noch? Na gut, jetzt glaube ich, macht keinen Unterschied. Jetzt rund oder viereckig. Was ist das denn? Sieht aus wie eine Spanplatte. Könnte sogar eine sein. Gut. Man kann auch die Steine verschiedenen Größen machen. Groß, mittel und ganz klein. Finde ich nicht schlecht, dass es da drei verschiedene Texturen gibt. Man kann natürlich auch Sand nehmen. Was nehmen wir denn am besten mal? Ich würde schon mal gerne mal das hier ausprobieren, wie das aussieht. Sieht das aus? Kannst ja immer noch ändern. Stückchen hier machen. Sieht das aus so. Sieht natürlich schon ein bisschen natürlicher aus, aber bin mit der Textur nicht so ganz zufrieden, muss ich sagen. Ist so ein bisschen undeutlich. Da sehen die Steine schon besser aus, ne, von der Textur hier. Würde ich aber lieber die hier nehmen. Oder schwarze. Sieht denn das hier aus? Schwarz-blau ist das. Kleine, ganz kleine. Jetzt werden wir die mittleren nehmen. Okay.
so wirklich schwarz ist das ja auch nicht, ne? Also so richtig dunkel. Da würde ich doch lieber die helleren nehmen. Mal jetzt die großen oder die Standard. Also die Standard oder die kleinen. Dann nehmen wir mal die großen. Ja, man muss ein bisschen so hier drumherum fahren. So. Auch hier die Ecken. Was haben wir denn jetzt alles gemacht hier? Schon zumindest so aus. Sieht eigentlich auch nicht schlecht aus, ne? Das ein bisschen dunkel ist. Aber ich bin noch nicht so ganz zufrieden damit. Meine Textur eigentlich hier ganz kurz gucken. Ja, ist so richtig. Was heißt denn Nebel? Gut, dann haben wir das auch. Jetzt wollte ich ja, wie schon gesagt, so einen kleinen Teich hinmachen. Nichts Großes oder so, sonst passt das auch nicht mehr. Man kann natürlich auch noch Schaukel reinbauen. Oder hier Spielzeug. Aber. Oder auch Fitnesszeug. Wer es gern mag. Quillzeug. Was ist das denn? Ah, Kinoleinwand für draußen. Okay, das ist. Wo ist denn das jetzt? Ich glaube, das war hier. Oder auch nicht. Gartentreppe. Nee. War das? Nee, auch nicht. Ja, jetzt kommt erstmal das Suchen mal wieder. Wie es so am meisten ist, wenn irgendwas Neues. Man weiß nicht, wo es ist, dann geht es wieder erstmal los mit dem Suchen. Und der Schmuck ja auch nicht, ne? Oder? Das. Ist doch hier. Ich weiß noch, das war irgendwo unten. Ah, hier ist doch. Genau. Jetzt müssen wir mal sehen, was nehmen wir denn hier? Teichfokus. Neptun. Ist doch bestimmt viel zu groß, oder? Welche Farben nehmen wir denn da? Grün. Grau. Oder schwarz. Wie sieht denn grau aus? Oh ne, das ist zu groß. Da müssen wir auf jeden Fall wesentlich eine kleinere Nummer nehmen. Sieht das denn hier aus?
Na, so schlecht sieht das gar nicht mal aus. Vielleicht so ungefähr. Ja, das, ja, der könnte noch weiter rüber. Ja, das sieht ganz gut aus. Oh, okay. Nehmen wir es mal so an. Schüpp mal. So, dann machen wir das hier rein. Ich hoffe, man kann was sehen, weil es wird gerade dunkel. Das ist irgendwie. Passt gerade nicht rein. Erde zumachen. Und Wasser reinfüllen. Das Gute ist, man muss nicht unbedingt bis oben hin voll machen. Man kann auch. Wie war das nochmal? Gieß Wasser aus. Okay, danke, kann man noch mal. Was blubbert denn da? Aber wir wollen es ja voll machen. Sieht dann ein bisschen besser aus. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Scheibe drauf, ja. Aber gut, das ist vielleicht gerade, weil die Lichtereffekte irgendwie hier gerade nicht optimal sind. Vielleicht ist, wenn es Tag ist, besser. Gut, dann wollte ich noch einen schönen Baum hinmachen. Ich habe da schon vielleicht eine Idee. Laub. Das hier vor allem. Sieht auch nicht schlecht aus. Der hier vor allem gefällt mir auch ganz gut. Aber der würde jetzt nicht so unbedingt dahin passen, finde ich. Beige sieht auch nicht schlecht aus. Wo ist denn der nochmal? Was stand da? 3,54 Meter. Auch noch einen kleinen Ticken kleiner. 1,5. Kleiner Ahornfechter. Okay. Wachsen die eigentlich mit der Zeit auch? Der hier auch nicht schlecht so aussieht, aber 4 Meter ist schon eine Hausnummer. Das ist der mit 3,5. Okay. Den kann man aber jetzt nicht ändern nochmal. Von Aussehen her. Das hier. Aha. Rot. Das hier sieht nicht schlecht aus, finde ich. Ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Schon sind wir bei 24 Minuten schon wieder angekommen. Ja, die Zeit, das ist immer so schlimm. Dass es immer so schnell geht. Man will ja immer auch ein bisschen was zeigen. So. Pflanzen. Das sind wohl alles Blumen.
Kletterpflanzen. Ein Strauß. Ah, 2 Meter ist er. Boah, der ist ja wirklich groß, ey. Wahnsinn. Nee, nicht unbedingt den. Ich weiß jetzt schon, dass die Folge auf jeden Fall wieder mal länger wird. Oh, die ist ja klein. Das ist ja süß. Aber schlecht ist die auch nicht, um hier drumherum so was Grünes zu machen. Dass man die Kante ja nicht so sieht, ne? Dass so ein bisschen vertuscht wird, sag ich mal. Kann ich dann auch mehrere dahin machen? Gucken, wie das aussieht. Ja, ja doch, wenn sie dann da gepflanzt sind, würde das vielleicht gar nicht mal so übel aussehen. Vielleicht nicht alle gleich, na, gleich in Ecke, vielleicht alle ein bisschen verteilt. Ah, hier die Kurve wird schon ein bisschen schwerer. Oder haben wir was zu tun nochmal? Aber das muss ja auch sein. Wird halt eben die Folge ein bisschen länger. Aber dann für sieht ihr auch etwas von dem Spiel, wie es so aussieht. Na komm schon. So. Ja, das ist halt. Ich bin halt immer ein bisschen penibel. Es soll halt ja auch schön aussehen, ne? Ist das Problem. Ich will das halt nicht so einfach hinklatschen und sagen, oh, fertig, so. Das ist, ja. Das ist halt einfach nicht meine Art. Es muss nur etwas aussehen, wo man auch sagen kann, schön. Sieht gut aus. Ist halt schon eine gewisse Fummelarbeit, muss man sagen. Das auf jeden Fall. Das Problem ist, man muss halt erstmal die Ecke rausfinden, wo man es pflanzen kann. Manche gehen näher, manche sind wieder weiter weg. Immer ein bisschen unterschiedlich. Ich weiß nicht, was das immer manchmal abhängig ist. So. Ja, das würde doch gar nicht mal so übel aussehen. Ist natürlich, sehe ich gerade das Problem. Wir müssen hier einpflanzen. Das geht aber nur. Es geht nur, wenn die Pflanze auch Platz hat da. Wie es aussieht. Oder ist das doch zu nah? Deswegen will er nicht. Ja, da will er ja. Ups, da steht's ja. Pflanze, pflanzen. Und hier nicht. Aus welchem Grund will er das da nicht? Ich tu mal eine Pflanze mal so hier hin machen. Mal gucken, was jetzt steht. Nee, will er nicht.
Auch nicht. Da schon. Ja, ist schon ein bisschen weiter weg, ne? Wieso wird er denn da nicht? Da wieder schon. Das ist ja auch manchmal ein bisschen crazy. Also für Leute, die ein bisschen penibel sind und gern richtig und schön haben wollen, für die muss ich ganz ehrlich sagen, ist das Spiel vielleicht nicht unbedingt was. Man wird schon in manchen Ecken, sag ich mal, schon eingeschränkt. Was auch nicht so mein Fall ist. Ich würde ja auch gerne immer so dies und jenes bauen und da auch mehr Freiheiten haben. Da machen sich manchmal die Entwickler sich, sag ich mal, etwas zu leicht. So, ich würde mal sagen, das schneide ich mal, also mache ich mal hier einen Cut, mach das schnell, dann komme ich wieder und dann beende ich das Video. Also bis gleich. So, bin ich auch fertig. Das hat doch länger gedauert, als wie ich dachte. Ich glaube, mindestens nochmal eine gute halbe Stunde oder 40 Minuten habe ich gebraucht, um das hier mal schnell zu machen. Das hätte auf jeden Fall dann das Video über, ja, auf jeden Fall länger gegangen. Über eine Stunde bestimmt. Da ist das eine gute Idee gewesen, mal zu karten und das schnell zu machen. So, jetzt sieht man auf jeden Fall das Endergebnis. Es ist nicht das zu 100%, wie ich mir das gern vorgestellt hätte, aber ich finde aus der Entfernung sieht das nicht schlecht aus. Wenn man natürlich schon ein bisschen näher hingeht, ja, hätte schon schöner sein können, wenn man das näher hier ran machen könnte. Kann man leider aber nicht. Ich habe es versucht und hin und her getestet. In manchen Ecken ist es sogar breiter und manchen ist es ein bisschen näher. Aber irgendwie will das Spiel halt leider nicht immer so, wie man es gern selbst hätte. Dann habe ich hier noch einen Elefanten. Noch hier so kleine Pflanzen. Hier noch ein paar Blumen. Ein Baum. Und hier nochmal hier ein bisschen was hingemacht. Ich finde, für den Anfang sieht es gar nicht mal so schlecht aus, als wie vorher das aussah. Weil vorher sah es ja so hier aus. Sah es ja so hier aus. Und jetzt sieht es halt so aus. Also, es ist schon ein Unterschied. Hier habe ich noch mal was, schon mal was vorbereitet fürs nächste Mal. Da werde ich mal hier noch mal was machen. Ich weiß noch nicht, ob ich das hier in Rasen hinmache oder was anderes. Mal sehen, da bin ich noch ein bisschen am Überlegen. Wenn euch jedenfalls das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Einen Daumen nach oben natürlich. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.